Oh. Nicht leicht, heute Nacht ein Taxi zu finden. Sie müssen ziemlich verrückt sein, Schwester. Bei diesem Wetter auf der Straße rumzustehen. Und Sie? Ich stamme von Verrückten ab. Ich bin in meinem Element. Wo soll's hingehen? Lassen wir das Schicksal unserer Route bestimmen. Oh, nicht koscher. Fahrziel nirgendwo ist im Paradies des Volkes gegen das Gesetz. Sind Sie gesetzestreu? Nur an meinem Namenstag. Welcher Heilige ist das? Sankt Malov. Nie gehört. Das ist der, dem man die Zehennägel ausgerissen hat, weil er in einer Winternacht in Moskau um 4 Uhr in der Früh eine Dame im Regen zum Fahrziel nirgendwo gefahren hat. Hören Sie. Da gibt's nichts zu hören, Süße. In meinem früheren Leben war ich ein Detektiv, bis ich als kastrierter Gockel reinkarniert wurde. Was ist Ihre Geschichte? Laut meiner Informationsquelle waren Sie der beste Privatdetektiv in Moskau. Falsch. Ich war der einzige Privatdetektiv in Moskau. Ich hätte da ein Angebot für Detektiv Malov gehabt. Sie sollten sich lieber ein anderes Taxi suchen, Lady. Zu schade. Bei mir gleich ums Eck bettelt eine einsame Flasche armenischen Cognacs um etwas Gesellschaft. Ich werde Ihnen was über armenischen Cognac erzählen. Er wird aus Trauben gebrannt, die auf dem Ararat wachsen, wo Noah seine Arche parkte. Nachdem er 40 Tage lang auf der Suche nach einem Parkplatz durch Moskauer Pfützen geschwommen war. Es war 4 Uhr früh am Morgen des 39. Tages und da war ich nun und fühlte mich wie eine seiner Hauseidechsen. Evgeny Marlow, Moskauer Taxifahrer mit einem nutzlosen Diplom, als nutzloser ehemaliger Privatschnüffler. Marlow. Rückkehr nach Irkutsk. Von David Zane Meyrowitz. Regie Jörg Schlüter. Tja, wo soll ich anfangen? Ein Freund von mir... Sie haben keinen Freund, Sofia Danilova. Sagen Sie einfach, wo Sie der Schuh drückt. Es geht um meine Tochter. Ich habe einfach... Hören Sie zu, Liebste. Schalten wir gleich in den vierten Gang, bevor wir den Motor anlassen. Vor 4 Jahren hat mich eine Delegation süßer kleiner Kreml-Gnome aus meinem Schnüfflerbüro eskortiert und mir ins Ohr geflüstert, dass es das Beste sei, meinen Beruf nicht mehr weiter zu betreiben, wenn ich nicht Ehrengast eines KGB-Brandbestattungsrituals sein wollte. Plötzlich ist es Winter 1974 und Sie steigen in mein Taxi und Ihr persönlicher Zähler läuft auf Hochtouren. Wer hat Sie zu mir geschickt, Detektiv Paritschko. Paritschko? Aus Leningrad? Er ist nicht mehr in Leningrad. Er ist nach Irkutsk versetzt worden. Irkutsk? An den Arsch der Welt. Wenn irgendjemand Ihre Tochter finden kann, dann Malov. Weiß er denn nicht, dass ich die nächsten 80 Jahre auf Mutterschaftsurlaub bin? Malov wird einen Weg finden, hat er gesagt. Warum glauben Sie, dass ich Ihre Tochter suchen würde? 10.000 Rubel. Kluge Vermutung. Wann haben Sie zum letzten Mal von ihr gehört? Vor 2 Monaten aus Irkutsk. Was hat sie ausgerechnet, in diesem Rattennest zu suchen? B.A.M. Und was zum Teufel ist BAM? Die Baikal-Amur-Magistrale. Eine Eisenbahn, 3500 Kilometer quer durch Sibirien. Die größte Baustelle seit den Pyramiden. Es ist wohl an mir vorbeigegangen. Ich lese halt nur die Sportseiten und die Comics. Vladilena ist in der Komsomol-Jugendorganisation. Sie hat sich freiwillig nach Sibirien gemeldet. Bis vor 2 Monaten war sie Chef einer Baubrigade. Briefe kamen jede Woche.
Ein Telefonanruf alle 10 Tage, dann... Tauchte ein Junge auf? Ach, überhaupt nicht. Sicher? 1000-prozentig. Das waren ein paar Nullen zu viel. Selbst für die überzeugteste Mama, die mehrere tausend Kilometer entfernt bei einer Flasche armenischen Cognac saß. Auf jeden Fall, ich dachte nicht daran. Auch nicht in einer Million von 5 Jahresplänen, mein kleines, völlig ohne Profit auskommendes Taxiunternehmen aufzugeben, den Rest meiner welkenden Haut zu riskieren und ins Schnüfflerfeld zurückzukehren. Nicht einmal für ihre 10.000 Rubel plus Spesen. Nicht der alte Malow. Niemals. Unter gar keinen Umständen. Punkt. Die einzige Frage bezüglich meiner Entscheidung, nicht nach Irkutsk zu gehen, war nur, wie komme ich dorthin? Welchen Weg auch immer ich wählte, es wäre doch der gleiche, den ich in meiner NKWD-Jugend zurückgelegt hatte, mit Ketten an den Handgelenken, Richtung Kolyma-Gulag. Damals, als das Leben noch sanft war, wie hungriger Treibsand. Ich habe also der Mutter gesagt... Wenn irgendwer die Kleine finden kann, dann Malow, hast du gesagt. Und da sie mir nicht glaubte, sagte ich noch... Malow wird einen Weg finden. Nichts hätte ich je aufhalten können. Abgesehen von den KGB-Bullen. Weißt du, was es mich kosten wird, wenn sie sehen, dass ich dieses Feld wieder beackere? Malow, Malow. Ich spiele kein faules Doppelspiel, wenn du das denkst. Warum hast du den Job nicht übernommen? Das ist nicht meine Zuständigkeit. Ich bin jetzt KGB. Interne Angelegenheit. Und dann schicken sie dich in dieses Rattenloch. Um Regierungseigentum zu beschützen. Vor wem? Den Gören. Den Bamovci. Ich dachte, die sind da, um 3500 Kilometer Bahnstrecke zu bauen. Die sind da zum Vögeln, zum Saufen. Regierungseigentum zu klauen und es auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Und was ist mit... Vladilena? Nur der Name allein sollte dir schon einiges sagen. Eine Kombination aus Wladimir... Und Lenin hat sie sich selber ausgedacht. Kanntest du sie? Nein, aber ich war im Dienst, als ihre Mutter hier aufkreuzte. Sie war da? Ja, vor 2 Monaten, als das Mädchen eben verschwunden war. Das hat sie mir nicht gesagt. Hm, vielleicht vergessen. Irkutsk. 2000 Kilometer von Moskau durch die Taiga und sie vergisst es wie den gestrigen Einkaufsbummel. Malow, Malow. Du bist der Letzte, dem ich erzählen muss, dass es in deinem Job genau darum geht, was du nicht weißt. Nein, das musste er mir nicht erzählen. Es war Regel Nummer 1. Aber man lernte sie nie. Insbesondere, wenn man als Malow geboren war und darauf beharrte, Malow zu sein, bis man alt genug war, es besser zu wissen. Ich hatte also ungefähr 10.000 Komsomol-Pioniere zu befragen. Diese Bahnbrecher, die nach Sibirien gekommen waren, um das größte Bauprojekt seit den Pyramiden zu bauen, wie Pharao Brezhnev öffentlich furzte. Also dachte ich mir, ich fange am besten sofort an mit meinem Frage- und Antwortspiel. Und zwar bei diesem Idioten, der seit einer halben Stunde meinen Fußstapfen im Schnee folgte. Ich muss dich nur anschauen, Bahnbrecher. Und ich sehe, du müsstest in dein Ei zurückkriechen und neu schlüpfen, bevor dir der originelle Einfall käme, mir zu folgen. Du hast weniger als 5 Sekunden, mir zu sagen, wer dich geschickt hat, um auf meinem Schatten herumzutanzen. Nein, nein. 5, 4, 3, ah! 2, 1. Nein, 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 nicht, nicht. Es war... Juri Verbitzki. Juri Verbitzki. Was zum Teufel? Genau, Verbitzki. Genau so würde ich diese Frage stellen. Ich bin nicht in der gleichen Luftblase wie du.
Eine hübsche Fabrik hast du hier, Weihnachtsmann. Kreissägen und Turbinen dröhnen durch die sibirische Nacht für die honigsüße Zukunft von Mütterchen Russland. Was produzierst du denn in diesem Kaff, außer vielleicht Schmuggelfusel und AK-47er, die du mit Gewinn an die Damenkränzchen im Kaukasus verkaufst? Wer zum Teufel? Wer zum Teufel ist sogar noch besser, weil es mir irgendwie zu verstehen gibt, dass du niemals damit gerechnet hast, mich hier zu sehen. Aber wenn's das ist, Juri Verbitsky, dann solltest du einen scharfsinnigeren Pfadfinder anheuern als diesen Bahnbrecher hier, der weniger wert ist als goldene Entengrütze. Was wollen Sie eigentlich? Redest du immer nur in Halbsätzen, Verbitsky, oder versuchst du mich abzulenken, weil du in der Schublade nach einer Waffe fingerst? Oh, 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 bevor du den Fehler deines Lebens begehst, gebe ich dir einen kostenlosen Tipp. Wirf einen Blick auf meine Luger Parabellum 9x19. Oh, wie gerade hier in meiner Hand aus ihrer Abendsiesta aufwacht. Okay. Ich bin still. Sehr nett. Hände schön ruhig halten. Gut. Bevor wir jetzt schauen, ob du aus 2 und 2 5 machen kannst, sag mir, warum mich der Anfänger hier beschattet hat. Es wurde viel gestohlen hier in letzter Zeit. Man hat gesehen, dass sie da herumlaufen und wir wissen ja nicht, wer sie sind. Wirklich nicht? Wie sollte ich? Ja, woher sollte er auch wissen, wer ich war? Baritschko war als Bulle zu professionell, um meine Ankunft herauszuposaunen. Verbitsky war für die Verteilung von Baumaterial an der Baikal-Amur-Magistrale in Irkutsk Oblast zuständig. Und vielleicht beschützte er wirklich nur seine Ware vor einem Fremden wie mir. Vielleicht. Ich hätte gerne ein Bier. Das ist keine Bar, Mister. Es ist ein Komsomol-Jugendclub. Alkohol ist laut unseren Prämissen nicht vorgesehen. Und abgesehen davon, du bist viel zu alt, um hier zu sein. Was würde mich denn eine von den Flaschen Schmuggelkognak da unter dem Tisch kosten, die in euren Prämissen nicht vorgesehen sind? Das wären 80 Rubel. Wenn ja in unseren Prämissen vorgesehen wäre, was nicht der Fall ist. Das ist Wucher. Und wie ist es mit dem Kentucky-Bourbon aus Aserbaidschan, der auch in den Prämissen nicht vorgesehen ist? 400, Onkel. Wenn er in den Prämissen vorgesehen wäre, was nicht der Fall ist, weil das hier ein Komsomol-Jugendclub ist. Jetzt bin ich aber gespannt, was ich für 800 kriegen könnte. Mich? Plus Nebenkosten. Oh, welche? 200 für den Präser und 350 für die neue Unterhose. Du bist sicher ein Typ, der sich mir mit den Zähnen runterreißt. Um ehrlich zu sein, Zuckerschnuckel, meine alte Oma würde mich weit weniger kosten und nur ganz nebenbei. Deine Zähne sehen aus wie zerfallene Grabsteine auf einem Dorffriedhof voll unbekannter Soldaten. Du verdammter Parasit, nimm deinen Arsch noch ab jetzt! Sag mal, ich dachte, ihr Komsomol-Pfadfinderin sollt alten Rentnern wie mir über die Straße helfen. Nur ein Sarg, Onkel. Ach, wirklich zu schade, Nina. Die Party hätte mir sicher gefallen mit all dem Schmuggelfusel, der in den Prämissen nicht vorgesehen und unter deinen Stiefeln versteckt ist. Woher zum Teufel weißt du meinen Namen? Wer kennt denn Nina Rospopova nicht hier in Oblast Irkutsk? Gesehen. Da kommt Nela. Was kaufst du also, Onkel? Ja. Elektronisches Zeug. HiFi-Geräte, Rekorder, nur aus Japan. Kein drittklassigen Sowjetschrott. Das ist kein Problem. Und ein Auto. Keinen Lada oder Volga. Ich will ein silbergrauen Mercedes, wie Juri Verbitsky. Ein Benz? Das ist nicht so einfach. Es kann 2 Wochen dauern. Okay, 3 Tage. Abgemacht. Ich weiß, wo ich dich finde. Moment, Onkel. Woher weißt du meinen Namen? Ha? Wer hat dir von mir erzählt? Wladilena Danilova. Wladilena? Was überrascht dich daran so? Sie
Sie ist deine beste Freundin, also erzählt sie mir von dir. Lass die Finger davon, Marlow. Rat oder Drohung? Dein Auftrag ist ein vermisstes Mädchen, nicht der Schwarzmarkt. Eben. Eine Intuition sagt mir, Vladilena steckt damit drin. Modellpionier Nummer 1? Die sowjetische Regierung betrügen? Das soll wohl ein Witz sein. Sie hat Berichte verfasst, in denen sie sich vor dem Zentralkomitee selbst denunzierte, wenn sie am Morgen zu spät aufgewacht war. Aber sie ist Nina Rospopovas beste Freundin. Und Nina steckt in diesem Schmuggelgeschäft bis zu ihrem Puppig. Das ist mal wieder typisch, Malow. Versucht mitten im Winter eine vermisste Person zu finden. In der sibirischen Taiga. 3 Stunden Licht am Tag, um Ausschau zu halten nach irgendetwas, das nicht zu sehen ist. Wer macht hier den großen Schnitt, Baritschko? Ist es Juri Verbitsky? Malow, mach mir keinen Ärger. Du erinnerst dich, wie hart ein einziger Tag hier draußen ist. Mich wundert nicht, dass diese jungen Leute den ganzen Tag trinken und vögeln. Im Leben geht's darum, dass man's warm hat. Umsonst nichts. Gib mir Verbitsky. Nur ihn und kein böses Wort soll je wieder über meine Lippen kommen. Ehrenwort. Das ist doch Kleinkram, Malow. Die Baikal-Amur-Eisenbahn durchquert ganz Ostsibirien bis in den fernen Osten. Viktor Kolontai, Aufsichtsperson für die Komsomol-Jugend hier in Oblast Irkutsk. Was bedeutet es, eine 3500 Kilometer lange Bahnstrecke in der unwirtlichsten und unbewohnbarsten Gegend der Welt zu bauen? Es bedeutet nicht einfach Schienen und Schwellen zu legen und dann zurück zu Mama und Papa nach Moskau und Leningrad zu gehen. Es bedeutet, die Natur zu zähmen, Mücken und Läuse auszurotten, Permafrost und Sümpfe nutzbar zu machen, die Natur zu dominieren, wo sie seit Millionen von Jahren die Menschen geknechtet hat. Ich warf einen Blick auf die jungen Leute, die sich dieses großartige Schlafmittel von Sowjetreedereien zogen. In dem Augenblick wurde mir klar, dass nicht einer dieser Teenager-Gören auch nur im Entferntesten qualifiziert war, eine Bahnstrecke zu bauen. Trotzdem hatten Brezhnev und Co. Zehntausende von ihnen zusammengeschaufelt und hergeschickt, genau das zu tun. Sehr ergreifend, Viktor Fjodorowitsch. Ich musste sofort an meine eigene Jugend bei den Roten Pionieren denken. Sie brauchen langfristige Ziele, sonst geraten Sie auf Abwege. Darum geht es ja bei der Komsomol-Jugendorganisation. Hm. Sind Sie an all dem irgendwie beteiligt, Herr? Danilov, nein, nein, nein. Meine eigenen Bahnbrechertage in Sibirien liegen weit hinter mir. Meine Tochter ist es, die jetzt in der ersten Reihe steht. Sie war eine der ersten, die sich gemeldet hat für den Bau. Vladilena Danilova. Wahrscheinlich sind Sie ihr begegnet. Ich bin für Tausende von Komsomolzen verantwortlich, Danilov. War sie heute Abend unter den Zuhörern? Eben nicht. Was mich wirklich beunruhigt. Sie verpasst nie eine Komsomol-Veranstaltung. Sie sollten sich bei der zentralen Registratur erkundigen. Wo warst du denn, verdammt nochmal? Ich warte seit über einer Stunde. Hast du meine Ware? Ja, hinten im Auto. Ist das auch der gleiche Typ wie der von Judy Verbitsky? Das ist Verbitskys verdammter Ben. Zufrieden, Onkel? Mal sehen, ob er auch einen Vorwärtsgang hat. Hey, 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 Vorsicht. Zuerst mein Geld, Drecksack. Mit dem Messer kannst du echt jemandem wehtun, Kindchen. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Ein kleiner Tipp für die Zukunft. Zieh deine Arme nicht so weit zurück, wenn du jemanden niederstechen willst. Au! Du verlierst Zeit und öffnest deine Flanke für einen Gegenangriff. Nimm mir diese verdammten Handschellen ab. Ich muss dich bei den Gendarmen gefesselt abliefern. Das ist die Abmachung, Sahnetäubchen. Ich schneide dir deine verdammte Leber raus und füttere meinen Hund damit. Und wenn er Würmer kriegt davon, dann hole ich sie eigenhändig aus seiner Scheiße und drücke sie in deine Augenhöhlen. Und dann schaue ich zu, wie sie sich durch dein verdammtes Hirn hinaus ins Freie fressen. Und ich, wenn ich bloß 30 Jahre jünger wäre, ich würde dich ablecken von deiner Nasenspitze bis zu deinen Knöcheln. Bevor ich dich aus einem Schnellzug werfen würde, Engelchen.
Aber ich bin genau in dem Alter, wo man sich denkt, ich könnte ihr Vater sein. Falls irgendein menschliches Wesen jemals diese Rolle gespielt hat in deinem Leben. Also muss ich mich damit begnügen, dich den Irkutsk-Bullen auszuliefern. Sie haben den Ruf, junge weibliche Straftäter zwischen Mitternacht und Morgengrauen auf keinen Fall schlafen zu lassen. Ich bin öfter vergewaltigt worden, als du dir selber einen runtergeholt hast, alter Mann. Du musst so ein paar Etagen tiefer in dein Erbsenhirn schauen, wenn du Nina Rospopova Angst einjagen willst. Aua! Miska! Scheiße, Mann! Was mir eine Augenbraue ist aufgeplatzt. Mein Zahn ist rausgebrochen. Einer weniger, na und? Bleiben 28. Solltest du je lebend aus Irkutsk einkommen, dann sicher ohne deinen Schwanz, das schwöre ich dir. Wem schwörst du das? Gott? Stalin? Juri Verbitsky? Du brichst mir die Scheiße an! Aber nur die, mit der du mich abstechen wolltest. Die andere überlasse ich den Gendarmen, die wollen sich auch amüsieren. Ed, stopp! Was willst du von mir? Vladilena Danilova, keine Bedenkzeit, raus damit! Wo ist sie? Die ist tot! Tot ist sie! Du Scheißkerl! Wir bewohnten gemeinsam ein Zimmer. Es war unmöglich, hier etwas zu verheimlichen. Ich war nachts für Verbitsky unterwegs und kam um 4 Uhr morgens zurück. Eines Nachts folgte sie mir bis ins Warenlager, wo sie gerade irgendwelches Bohrmaterial aus China ausluden. Und da hat sie eine Szene gemacht. Sie hat gedroht, Alarm zu schlagen? Nur wenn ich nicht aus der Sache aussteigen würde. Und bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte... Hat Verbitsky sie kalt gemacht? Das habe ich nicht gesagt. Wer war es dann? Ich war nicht dabei. Sie wussten, ich hätte niemals zugelassen, dass sie sie umbringen. Mit anderen Worten, es gibt hier so etwas wie eine Ehre unter den Dieben. Hier, mitten in der größten Kloake der Welt. Ich habe deine Wunden so gut es geht behandelt. Schlaf heute Nacht auf dem Rücken, Pioniermädchen. Nein, lass mich nicht allein. Nicht heute Nacht. Bleib hier, bei mir. Du hast mich heute beinahe kalt gemacht. Jetzt musst du mich wieder warm reigen. Komm, leg dich neben mich, Onkel. Was ich durchaus hätte tun können. Aber ich bevorzuge die gebrauchten älteren Modelle. Selbst wenn die fragliche Ware eine reiche und abgenutzte Ahnentafel hat. Statt also die schlotternde Nina Rospopova mit den baufälligen Überresten von Corpus Malovus zu bedecken, wickelte ich sie in die mottenzerfressene Decke und verkroch mich in der hintersten Ecke des Schuppens, wo ich mich mit den letzten Tropfen des Kentucky Bourbon tröstete, der in Aserbaidschan destilliert worden war. Na sowas, mein alter Kumpel Bahnbrecher. Bitte, schlagen Sie mich nicht. Ich hoffe, du bringst deinen eigenen Schnaps. Ich sitze hier nämlich auf dem Trocknen. Verbitsky will sie sehen. Er sagt, es ist dringend. Weißt du, wie oft ich in meinem dummen Leben in die gleiche Menschenfalle gelockt worden bin, Genosse Bahnbrecher? Öfter, als du einen ganzen Satz hervorgebracht hast. Glaubt Juri Verbitsky wirklich, ich bin so blöd, wie ich bin? Genosse, ich schwöre... In Verbitskys Halle liefen sämtliche Maschinen wie immer. Aber es war, als ob die Menschen, die sie in Betrieb hielten, alle gleichzeitig eine Samovarpause eingelegt hätten, die 1 oder 2 Monate dauern konnte. Sogar um 3 Uhr früh wusste ich, was so eine Totenstille für mich bedeutete. Oder jedenfalls glaubte ich es zu wissen und hielt meine Luga fest an das Ohr des fast hysterischen Bahnbrechers. Obwohl mir klar war, dass er ebenso ersetzbar war wie ich und dass Verbitsky gleich auf uns beide schießen würde. Nein! Nein! Nein!
Ich weiß nicht, wie lange die Kreissäge für schwere Balken schon lief. Auch nicht, wie oft Juli Verbitskis Schädel ein Rendezvous mit ihr gehabt hatte. Aber wenn er tatsächlich Bahnbrecher geschickt hatte, mich zu holen, konnte es nicht lange her sein. Eine halbe Stunde vielleicht. Und mit dieser schnellen Kalkulation schoss mir die Pointe durch mein Erbsenhirn. Nur Sekundenbruchteile, bevor sämtliche Türen des Lagerhauses aufflogen. Sicher möchtest du, dass ich mich näher an die Leiche stelle, damit du ein Polaroid-Foto von uns beiden machen kannst, nicht wahr, Baritschko? Alles, was ich von dir will, Malov, ist deine Luga. Ach, weißt du, ich würde nachts nicht schlafen können, ohne sie unter meinem Kopfkissen zu haben. Sie ist mein treuester Teddybär. Leg sie auf den Boden und kick sie zu mir rüber. Ich habe dich immer für einen sehr billigen, korrupten Bullen gehalten, Baritschko. Aber ich wusste nicht, dass du auch krumm wie ein verbogener Nagel bist. Halt den Mund, Malov. Spar dir deinen Atem für die großen Jungs, die gleich in der Früh kommen. Für ein erstes Interview. Was nicht, Herr Kommissar? Ich war bei ihm. Er ist Ich schwöre, Genosse Malov, ich habe damit nichts zu tun. Der Bitzke hat noch gelebt, als ich weg... Das war mir schon klar, Bahnbrecher. Sie können Ihre Aussage von den Beamten der Staatssicherheit machen, Genosse. Jetzt wird Sie aber mein Leutnant an einen Ort bringen, wo Sie in völliger Sicherheit sein werden. Er steht unter meinem Schutz, Baritschko. Wenn dem Bahnbrecher hier irgendetwas zustößt, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Du bist zu schlecht platziert, um mir zu drohen. Ich drohe dir nicht, krummer Bulle. Ich pflanze ein Saatkorn in dein Ohr. Wenn ich hier rauskomme, wird es das Erste sein, was ich tue. Ich suche ihn und schaue, ob es ihm gut geht. Wenn ihm was zugestoßen sein sollte, kannst du deinen Koffer für das Jenseits packen. Und warum glaubst du, dass du hier rauskommst? Gut, ich war ein bisschen voreilig. Ich sollte zunächst offensichtlich eine ganze Nacht als Baritschkows gefesselter Gast in seinem improvisierten KGB-Gefängnis verbringen. Für wen arbeitest du eigentlich, Baritschko? Maul halten, Malov. Was spielt das jetzt noch für eine Rolle, wo doch die KGB-Gorillas am Morgen herkommen? Irgendwo hier drin muss ich Ohrenstöpsel haben. Wem trete ich hier auf die Zehen? Ich bin hergekommen, um eine vermisste Person zu suchen. Und plötzlich bin ich in einen Mordfall verwickelt. Übrigens werde ich auch beschuldigt, das Mädchen umgebracht zu haben. Gehört das auch zum Szenario? Schnauze! Die guten alten Gulag-Zeiten sind vorbei, Baritschko. Heutzutage sagen Sie einem wenigstens, was Sie einem anhängen wollen. Womit habe ich das bloß verdient? Du bist auf die falsche Seite gerutscht, Arschloch. Wenn ich mich in die äußerste Nordwestecke meiner Zelle stellte, konnte ich in Baritschkos Bürospiegel den Korridor sehen und die Silhouette von Nina Rospopova, die dort vor dem MWD-Polizeiinspektor aus Irkutsk kniete. So erkaufte sie sich offenbar jede Woche sein Schweigen für ihre Schwarzmarktgeschäfte. Ich hab gehört, dass er hier ist, dieser sadistische Sausack. Hast du gesehen, was er mit meinem Gesicht gemacht hat und mit meinen Zähnen? Du verdienst alles, was du kriegst, Sausack. Und denk dran, mein kleiner Freund hier hat ein Stelldichein mit deinem welken Damenstecher. Nina, geh nicht zu nah an die Zelle ran. Kann ich mir nicht wenigstens ein kleines Andenken mitnehmen, bevor Sie ihn wegbringen? Sagen wir ein Ohr oder ein Finger. Geh jetzt nach Hause. Ich muss mich noch mit ihm beschäftigen. Was für eine Zuckerpflaumenfee. Zuckerstange und Honiglikör. Komm so Molzenbienchen. Mit einem prallen, feuchten Mund, was, Baritschko? Was soll das? Hey, ich hab dich im Spiegel beobachtet.
Vielleicht interessieren sich diese KGB-Schlägertypen ja für dein Schmiergeldsystem mit Pionier-Teenagern. Pass bloß auf, komm, so Molzenwichser. Oh, was für ein Prügel. Das ist ja ein prächtiger Totschläger. Du bist wohl einer von den ganz Harten. Da schert sich ein Dreck darum, ob du ein paar gebrochene Rippen hast, die dich morgen hier abholen. Ich hatte inzwischen leise die Zellentür mit dem Schlüssel aufgeschlossen, den Nina Rospopova Baritschko gestohlen und mir zwischen den Gitterstäben zugesteckt hatte. Und zu meinem Glück ging die Tür nach außen auf. Also stieß ich sie ihm direkt ins Gesicht, als er mit erhobenem Knüppel auf mich losging, und dann musste ich ihn ruhig stellen, bevor er die Nachbarn aufweckte. Tut mir leid, alter Freund, aber ich bin ein bisschen benachteiligt mit diesen Handschellen. Du zwingst mich, meine alten Bolschoi-Aufwärmübungen zu machen. Nachdem ich den Schlüssel für die Handschellen gefunden hatte, fesselte ich Baritschko ans Zellengitter und war schon fast aus der Tür, als ich mich an einen kleinen Freund erinnerte, den ich in der Hast beinahe vergessen hatte. Es ist immer noch Juri Verbitskis Fans, falls sich das interessiert. Er wird ihn jetzt nicht mehr brauchen. Wir haben genug Benzin bis Novosibirsk. Ich weiß da einen Platz, wo ich einen ganzen Tank absaugen kann. Ohne dass irgendwer das merkt. Dann fahren wir bis nach Leningrad. Dort kenne ich einen Luftschutzbunker aus dem Krieg, wo ich mich als Kind oft versteckt habe. Wir fahren nicht nach Leningrad. Warum nicht? Weil ich in Irkutsk noch was zu erledigen habe. In Irkutsk bist du Hundefutter. Leider. Ich steig hier aus und lauf zurück. Du fährst weiter nach Novosibirsk, klaust etwas Benzin und fährst nach Moskau, nicht nach Leningrad. In Moskau wirst du den Wagen los. Man soll ihn besser nicht mit dir in Verbindung bringen. Verkauf ihn. Dann tauchst du unter. Such dir ein Zimmer und warte, bis ich komme. Ich finde dich. Nein, frag nicht wie. Wenn ich in Moskau bin, bring dir deine Zähne in Ordnung. Ich kenne einen korrupten Zahnarzt, der das für eine Flasche Billigkognak macht. Fahr jetzt los. Sie werden dich bald suchen. Ich fahre nicht weg ohne Kuss. Und ich rede nicht von so einem väterlichen Küsschen. Vergiss einfach mal meine Zähne für einen Moment. Ich hätte ihr jedes Märchen erzählt, nur um sie loszuwerden. Sie ging mir nicht nur auf die Nerven, sie ging mir auch unter die Haut. Noch ein paar Kilometer mit ihr und ich hätte all meine Grundsätze für einen Kick vergänglicher Lust verkauft. Malow, wie sie gesagt haben. Ich weiß, was sie gemacht haben. Sie haben mir was? Wasser gegeben, ja, mit einer kleinen Dosis Arsen drin, damit ich's nicht merke. Ich hab sie nicht hintergangen. Wirklich. Du hast gar nichts getan. Außer, dass du den treuen Schoß von Verbitzki gespielt hast. Er war kein schlechter Mann. Nur ein unbedeutender Gauner. Sie haben ihm keine Wahl gelassen. Er musste für sie arbeiten.
Wasser. Kann ich nicht machen, mein Freund. Macht den Gifteffekt nur schlimmer. Hör mal, wer sind Sie? Für wen arbeitet Baritschko? Okay, egal, ich werde es irgendwie rausfinden. Verbitsky? Nein. Okay, verstanden. Fängt mit V an. Malow. Das Mädchen. Das Mädchen? Ich rechnete, dass er noch etwa 4 Stunden in Agonie sein würde. Also schaffte ich ihn zum nächsten Passagierterminal und hoffte, dass er von dort seinen Weg allein finden würde. Es schmerzte mich zu denken, dass ich das betreffende Mädchen so falsch eingeschätzt hatte. Sie war in Verbitskis silbergrauen Benz unterwegs nach Novosibirsk, also hatte ich mich im Augenblick nicht um sie zu kümmern. Das musste bis zu einem besseren Moment warten und dann würde ich ihr beide Arme und den Rest ihrer Zähne brechen. Aber ich hatte noch Zeit für einen Besuch in Irkutsk, bevor das Tageslicht über Sibirien hereinbrach. Na sowas. Schlafen in der Dienstzeit, Baritschko. Vor dem Fenster da draußen gehen Recht und Ordnung vor die Hunde und du liegst da in deiner Flohsack-Gefängniszelle wie ein abtrünniger Parasit. Hilft, euer Matt. Komm, ich helfe dir aus dieser kleinen Unbequemlichkeit. Du gehst ein Risiko ein, wenn du meine Hände frei machst, Malow. Bei der ersten Gelegenheit. Du wirst keine kriegen, Freund. Schau nur, mein Teddybär, mein liebstes Spielzeug ist wieder da. Ich dachte, du bist weg von hier. Was willst du jetzt noch von mir? Ich will, dass du singst, Baritschko. Genau wie diese schleimigen Spitzeltauben, die wir nicht ausstehen konnten, als wir damals idealistisch im NKWD heranwuchsen. Wer ist diese V, die verantwortlich ist für die Schmuggeloperation? Wer auch immer V ist, brachte er Verbitsky um, weil er sich bei den Schmiergeldern bedient hat? Raus damit. Oder ich fange an, dir einen Daumen nach dem anderen abzuschießen. V ist nur der lokale Boss. Die große Operation wird von Moskau aus dirigiert. Betrug an der Baikal-Amur-Bahn von Moskau aus? Direkt unter der Nase des Kreml? Ich glaube, mich los der Affe. Ach, beinahe hätte ich bei all dem Trubel vergessen, dir Grüße von meinem Freund Bahnbrecher auszurichten. Ich war das nicht, Malow. Was? Ich habe ihn nicht vergiftet. Vergiftet? Wie kommt es, dass du davon weißt? Hä? Ich habe es nicht erwähnt. Meine Stellvertreter sind gekommen und haben es mir erzählt. Ah, sie waren da und haben dir erzählt, dass man Bahnbrecher vergiftet hat. Und sie waren so aufgeregt, dass sie vergessen haben, dir die Handschellen abzunehmen. Ach, was ist bloß aus dem Hilfspersonal geworden? Nicht schießen, Malow. Ich habe gerade jemanden erschossen, den ich sehr mochte. Warum sollte ich einen Schleimbeutel wie dich nicht umlegen? Malow, legt Leute nicht kaltblütig um. Ist nicht sein Stil. Ich habe dir letzte Nacht ein kleines Versprechen gegeben. Das halte ich. Was soll ich tun? Aus dem Fenster springen. Aber das ist der zweite Stock. 1 oder 2 gebrochene Beine. Immer noch größere Überlebenschancen als bei einer Kugel aus meiner Luger. Kannst du doch nicht ernst meinen. Dabei! Steig ein, Freundchen. Und versuch nicht, irgendwem ein Zeichen zu geben. Wem sollte ich ein Zeichen geben? Ich habe keinen Fahrer. Stimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Juri Verbitskis Fahrer irgendeinen Grund hätte, hier weiter rumzuhängen und seinen silbergrauen Mercedes zu chauffieren. Einsteigen. Kein gutes Vorbild für die Komsomol-Jugend. In deren Gegenwart rauche ich nicht. Verwischen Ihre Spuren gut, nicht wahr, Viktor Fjodorowitsch? Man tut, was man kann.
Sie tun, was sie können, Kolontai, um nicht erwischt zu werden. Sie beliefern den Schwarzmarkt mit Regierungsmaterial, das für die BAM bestimmt ist. Sie benutzen einen Haufen von idealistischen Kindern als Laufburschen. Sie vergeuden meine Zeit, Malov. Und ihre auch. Nun, ein kleiner Stottervogel flüsterte mir ins Ohr, bevor er ins Paradies geflogen ist, dass die Operation dirigiert. Ich interviewe nur die möglichen Kandidaten, Viktor Kolontai. Wozu? Es gibt nichts, was Sie irgendwem irgendwo, überhaupt lasst ihr kurz erzählen könnten, das nicht längst bekannt ist. Auch an den Mauern des Kreml? Sogar drinnen. Na, das ist wirklich das Kind beim Namen nennen, Viktor Fjodorowitsch. Solch erstrangige Ehrlichkeit hätte ich von einem siebtklassigen Gangsterkommissar wie Ihnen nicht erwartet. Aber wissen Sie, es schert mich einen feuchten Brezhnev-Furz, dass Sie öffentliches Eigentum klauen und Schmiergeld an die fetten Jungs am Roten Platz bezahlen. Nicht einmal, dass Sie Verbitsky ermordet haben, weil er zu viel absahnte. Das ist nicht mein Problem. Und was ist Ihr Problem? Ein gewisses totes Mädchen. Wladilena Danilova. Als ich Sie erwähnte, haben Sie reagiert, als hätte ich von einer Lieferung Blumenkohl gesprochen. Na und? Wladilena war die höchst dekorierte Komsomol-Pionierin und galt als Vorbild für alle anderen in Irkutsk und darüber hinaus. Ein starkes Stachanoviten-Mädchen, das zwei Traktoren in die Luft heben und gleichzeitig dazu Orchi Chornia singen konnte. Merkwürdig, dass Sie, der Komsomolzen-verantwortliche Viktor Kolontai, nie von ihr gehört haben wollten. Ich sehe nicht ein, warum ich mich mit Ihnen abgeben sollte, Malov. Weil ich Ihnen keine Wahl lasse, Kommissar. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen irgendetwas darüber sagen werde. Das tue ich allerdings, Kommissar. Warum machen Sie das? Sie stecken doch schon tief genug in der Scheiße. Genau. Was habe ich also zu verlieren? Wollen Sie mich hier draußen umbringen? Ich habe nur noch ein paar Patronen übrig. Die brauche ich vielleicht, wenn die KGB-Schläger mich einholen. Raus! Was? Hier? Wir sind mitten in der Steppe. Es ist eisig kalt. Ich schaffe es niemals zurück. Her mit den Kippen. Die sind mein ganzer Trost. Weiß ich das nicht, Kommissar? Brauchen Sie ein Taxi, Kommissar? Ich werde die Tür nicht aufmachen, bevor Sie nicht die ganze Nummer rauskotzen, Freundchen. Der LKW, den wir beladen haben, als Sie in die Halle kamen. Ja? Der Fahrer. Er weiß alles. Ich schwöre es. Wo fährt er hin? Moskau. Aber morgen Nacht ist ein Zwischenstopp in... In Novosibirsk? Ja. Um kostenlos ein bisschen Treibstoff abzusaugen. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich einsteigen. Ein netter Kerl wie ich hätte einen alten Genossen wie Viktor Kolontai nach Hause bringen und auf sein Kissen betten sollen. Aber ich war versessen darauf, nach Novosibirsk zu kommen und mir einen guten Vorsprung zu verschaffen, bevor die KGB-Bullen mich unweigerlich eingeholt hätten. Nicht, dass ich versucht hätte zu flüchten. Ich wollte nur Zeit haben, die Angelegenheit mit der Person zu klären, von der mein stotternder Freund, der vergiftete Bahnbrecher, als das Mädchen gesprochen hatte. Und deren Cognac-Atem samt verfaulten Zähnen noch immer von Verbitzkis Armaturenbrett aufstieg, als ich im Schein der roten Morgensonne heftig aufs Gaspedal trat. Früher als erhofft sah ich Kolontais LKW auf der leeren Straße. Er war auf einer Seitenspur geparkt, während die Fahrerin, die ich suchte, auf einer Schneewehe saß und ihre morgendlichen Waschungen verrichtete, in perfekter Harmonie übrigens mit der grässlichen Natur rundherum, selbstvergessen sogar gegenüber der Ankunft eines Eindringlings.
Aber dann wurde mir klar, dass es daran lag, dass sie Werbitzkis silbergrauen Benz aus der Entfernung erkannt hatte und dachte, Kolontai säße hinter dem Lenkrad. Eine Illusion, die ich so lange wie möglich aufrechterhalten wollte. Jetzt stolzierte sie auf das Auto zu, das ich direkt hinter den LKW gefahren hatte, strahlte unendliches Komsomolzenvertrauen aus, lächelte ihr stolzes Lächeln mit einem Mund voll makellos weißer Zähne. Wladilena Danilova. Was immer man dir gesagt hat, Genosse. Mein Name ist Rebecca Dementova. Nein, stimmt nicht. Zuckerbohne. Er lautet Wladilena. Eine süße, kleine Komsomolzenheirat zwischen Wladimir und Lenin. Ich hab dich seit Monaten gesucht. Ich war nur bis jetzt ein bisschen schneeblind. Ich kann hier nicht rumstehen und mit einem Spinner reden. Ich habe noch eine weite Strecke vor mir. Nur, dass du sie nicht fahren wirst, Schneewittchen. Die Ware bleibt hier. Zweifellos werden die cleveren KGB-Jungs sie untereinander aufteilen, wenn sie auf der Suche nach mir hier vorbeifahren. Ich fahre diesen Laster nach Moskau. Du willst doch nicht im Ernst versuchen, mich aufzuhalten, Genosse. Dann solltest du auch wissen, dass ich Kampfsport trainiert habe. Und Männer auch dann nicht fürchte, wenn sie ein bisschen schwerer und muskulöser sind als ich. Alles, was ich in meiner Verblüffung denken konnte, war Regel Nummer 1. Wenn du mit Mädchen kämpfst, schütze deine Herzen. Solche glücklosen Ereignisse können zukünftigen Wert haben, Genosse, wenn man aus seinen Fehlern lernt und ein gutes Maß an Selbstkritik anwendet. Wir haben bei den roten Pionieren gelernt, jeden Motor und jegliche defekte Wasserleitung zu reparieren und natürlich in 4 Minuten einen Reifen zu wechseln, Genosse. Wo du schon dabei bist, wechsel gleich 4, zähes Bienchen. Vielleicht hätte ich meine Munition sparen sollen. Denn ein paar Meilen hinter uns konnte ich über die tote Tiger den schwarzen KGB-Gefängniswagen sehen. Zweifellos voll breitschultriger Affen, die es verständlicherweise nicht zu schätzen wussten, so früh am Morgen geweckt worden zu sein. Einsteigen, Schätzchen. Jetzt. Wirf dich lieber auf den Boden. Mir wird nichts passieren. Und das alles für ein paar Rubel in deiner Handtasche. Was ist denn aus Volksliedersingen und Kistenschlachten im Schlafsaal geworden? Geld. Du meinst, ich würde Geld für einen erwiesenen Dienst annehmen, Genosse. Du willst sagen, dass du den Staat beklaust und dem Staat das gleiche Zeug zurückverkaufst, ohne dafür bezahlt zu werden? Warum? Weil ich beauftragt worden bin. Es ist meine Pflicht. Warum hast du herumerzählt, du wärst tot? Um meine Aufgaben unbemerkt durchzuführen. Es wurde für mich entschieden, von oben. Wenn wir es je nach Moskau schaffen, wird deine Mutter froh sein, dass ich dich ausgegraben habe, auch wenn sie mich noch nicht dafür bezahlt hat. Mutter? Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben, Genosse. Wenn du keine Mutter hast, wer ist dann Sofia Danilova? Die Dame, die mich angeheuert hat, unter dem Vorwand, du wärst ihre Tochter. Woher soll ich das wissen? Weil du jede hässliche Einzelheit über dieses verfluchte Spiel kennst, Superschwester. Und ich werde sie aus dir rausprügeln. Also raus damit, bevor diese Schlägertypen ankommen. Raus damit! Staatssicherheit. Staatssicherheit? Sofia Danilova, die Pussycat mit dem armenischen Cognac? Warum waren sie hinter dir her? Man hat sie im Dunkeln gelassen. Sie wollten über den Baikal-Amur-Eisenbahn-Fünfjahresbahn informiert werden. Also jeder hatte jeden belogen. Die Staatssicherheit wollte wahrscheinlich einen Anteil an der Aktion. Oder besser und wahrscheinlicher, der MWD, die Abteilung Interne Angelegenheiten, mit Paritschko als Strohmann wollte sie hintergehen.
Ich war sichtlich von der rechten Hand nach Irkutsk geschickt worden, um herauszufinden, was die linke Hand tat. Wessen brillante Idee war es, Malov wieder ins Feld zu schicken? Es wurde oben im Kreml beschlossen. Sie brauchten jemanden, der nicht vom MWD gekauft werden konnte. Einen Detektiv, der keinem Staatsorgan angehörte, dem man vertrauen konnte. Und den man anschließend schnell verschwinden lassen konnte. Und was sollte ich tun? Genau das, was Sie getan haben. Eine konterrevolutionäre Schmuggeloperation von Mitarbeitern des Innenministeriums, die für Washington arbeiten, aufzudecken. Im MWD rollen schon Köpfe. Oben im Kreml hat man organisiert, dass ich aus meinem Ruhestand zurückkomme, um mich dafür bestrafen zu können, aus dem Ruhestand zurückgekommen zu sein. Weiß Warzenschwein Brezhnev von dieser Gaunerei? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich das beantworte, oder? Hast du gerade, Schätzchen. Ja, es war Brezhnev Partytime und ich stand ganz oben auf seiner Hundekacke-Liste. Wie ich ihn kannte, hatte er wahrscheinlich nicht nur den utopischen Gag, genannt Baikal-Amur-Magistrale, die größte Baustelle seit den Pyramiden, ausgeheckt, sondern gleichzeitig auch die Kreml-Mauschelei, das Projekt in die Knie zu zwingen und die Gelder in die Hände von fetten Apparatschiks zu pumpen. Oh, letzte Frage. Oh, was ist mit Nina Rospopova? Ah. Auf dem Weg nach Moskau. Sie ist meine beste Freundin. Ich würde nicht zulassen, dass man ihr was antut. Das war alles, was ich wissen musste, um nach einer langen Winternacht schwerer Wachträume in ruhigen Schlaf zu sinken. Was Nina Rospopova betrifft, hatte ich mich gründlich geirrt. Sie hatte mich also am Ende gar nicht hintergangen. Nina Rospopova. In dem äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass ich es je in weniger als 7 Stücken bis nach Moskau schaffte, würde ich sie im Sozialregister ausfindig machen und mein verdammt Bestes tun, diesen korrupten Zahnarzt zu bestechen, um ihre verfaulten Zähne zu reparieren. Marlov. Rückkehr nach Irkutsk. Von David Zane Meyrowitz. Marlov, Udo Schenk. Baritschko, Christian Riedl. Nina Rospopova, Anne Ratte-Polle. Vladilena Danilova, Mareike Hein. Sofia Danilova, Edda Fischer. In weiteren Rollen Omar El-Saidi, Martin Bross und Hüseyin Michael Cirpici. Musik Bernd Keul, Verena Guido und Adrian Ilz. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Roman Podeschwa. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Georg Büren.